Sache weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Ubi Legend News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Ubis YouTube-Channel. Jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Mario Kart 8 Deluxe Channel News. Diese Woche wieder am Montag, meine lieben Freunde. Beim letzten Mal waren wir am Dienstag unterwegs, weil die letzten zwei Wochen sehr chaotisch waren, was auch auf jeden Fall ein Thema heute wird. Aber wir haben heute auch noch eine kleine besondere Sache dabei, denn ich habe ein Paket geschickt bekommen. Ich zeige das jetzt hier mal so ganz... Oder warte mal, die Facecam ist ja abgeschnitten in Channel News. Das werde ich heute auch auspacken, weil es ist nur ein kleines Paket, aber ein sehr cooles. Und ich dachte mir so, mache ich da ein eigenes Video für? Und irgendwie, ja, es hat einfach nicht für ein ganzes Video gereicht. Und dachte ich mir, warum packe ich das nicht einfach in die Channel News rein? Deswegen werden wir das nachher auch gleich noch auspacken. Wie gesagt, ist nichts Großes. Aber zuvor gibt es die News und in diesem Paket gibt es sogar was zu gewinnen. Also lohnt sich dran zu bleiben, denke ich, falls ihr Lust darauf habt. Also, eine weitere Woche ist vergangen und sie war anstrengend. Aber es wurden, glaube ich, einige Weichen gestellt, dass ich jetzt deutlich besser in die nächsten Wochen starten kann. Ich bin da auch direkt am Anfang ganz offen und ehrlich zu euch. Falls ihr die letzten Channel News gesehen habt, habe ich ja irgendwie... Ich war so ein bisschen durch den Wind und habe immer wieder gesagt, es ist so viel zu tun und zu tun und zu tun. Und ich habe dann auch tatsächlich von einem guten Kollegen bzw. Kumpel einen Anruf bekommen, der dann so gemeint hat, pass mal auf, wie viel du gerade arbeitest. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen. Und das ist jemand, dessen Meinung ich sehr schätze. Und natürlich hat mich das zum Nachdenken gebracht. Und das war aber auch was, was mir selber bewusst war. Und das Problem war, als ich das dann auch so mal so ein bisschen reflektiert habe, warum irgendwie alles so total verzerrt und verzogen war, ich habe mich an keine festen Arbeitszeiten mehr gehalten, was meine Arbeit angeht. Dadurch, dass ich im Homeoffice bin, habe ich natürlich sehr viele Freiheiten, aber wenn man mit diesen Freiheiten nicht verantwortungsvoll umgeht, kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und es war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, ich schlafe halt länger, ich fange erst um 10 oder 11 Uhr an zu arbeiten, mache dann aber bis, keine Ahnung, 18 Uhr arbeite ich dann und da mache ich YouTube und dann hänge ich nochmal am Ende nochmal 1-2 Stunden hin. So, es war ja alles im Videoschnitt. Also ich habe mich ja permanent hier am Schreibtisch befunden, Videos für die Arbeit geschnitten, Videos für YouTube gemacht und ich schnitt und es lief dann irgendwie so aus dem Ruder, dass ich dann irgendwie jeden Tag bis 2-3 Uhr wach war, von dem ich eigentlich persönlich dachte, dass es cool wäre, weil ich mich ja eher als Nachtmensch einschätze. Aber wenn man anfängt, so Arbeit, Hobby, Privatleben miteinander zu mischen und keine klare Trennung mehr reinzubekommen, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen und das habe ich jetzt so ein bisschen gemerkt und ich hoffe, ich kann jetzt noch früh genug die Reißleine ziehen, weil ich auf jeden Fall für diese Woche mich deutlich strikter an diese Zeiten halten will. Ich möchte wieder zu ganz normalen Zeiten anfangen, was für die Arbeit zu tun und dann wirklich 8 Stunden was für die Arbeit machen und nach 8 Stunden wirklich einfach einen Strich setzen. Egal wie weit ich gekommen bin, egal ob es gut oder schlecht war, aber dass ich da einfach wieder eine klare Trennung reinbekomme, dass ich mich nicht mehr in so einem Arbeits-Hobby-Mischmasch verirre und da irgendwie nicht mehr vorankomme. Vor allem, weil jetzt ja, wie gesagt, die YouTube-Videos deutlich aufwendiger sind, weil ich sie mehr bearbeite und dann ist es alles so ein riesiger Arbeitshaufen geworden, wo keine Ordnung mehr drin war und Chaos ist nie was Gutes. Chaos ist höchstens für andere gut. Wenn bei anderen Chaos ist, kann man das für sich selber nutzen, um nach oben zu kommen. Aber das ist nochmal was ganz anderes. Nein, aber das werde ich ab dieser Woche ändern. Ich habe alle Arbeiten, die noch irgendwie angefallen sind, letzte Woche abgeschlossen. Also ich kann wirklich diese Woche frisch anfangen, mich auf neue Dinge zu konzentrieren und die in einem festen, normalen Zeitrahmen durchzuziehen, dass ich dann, glaube ich, auch insgesamt wieder einfach ein bisschen mehr Überblick über mein ganzes Zeitmanagement bekomme. So viel auf jeden Fall dazu. Also da habe ich auf jeden Fall meine Lehren gezogen und werde da ab dieser Woche drauf achten, weil ich glaube, mit 22 bin ich noch nicht in dem Alter, wo ich mich kaputt arbeiten muss. Ich mache sowieso schon sehr viel, aber man soll ja immer dazulernen und das ist auf jeden Fall was, wo ich dazulernen musste und ich hoffe, ich kann es ab dieser Woche auch gut umsetzen. Also so viel auf jeden Fall damals in meiner persönlichen Verfassung, was das Thema angeht.
Trotzdem war die letzte Woche sehr, sehr spannend, denn auch wenn von Montag bis Mittwoch mein Leben aus diesem Arbeits-Blablabla-Mix bestand, den ich euch beschrieben habe, war ich Donnerstag und Freitag unterwegs. Ihr habt es in meiner Instagram-Story gesehen. Ich war mit meiner Firma bei Borussia Mönchengladbach zu Besuch. Da geht es ein bisschen um E-Sports und so weiter. Ich gehe jetzt mal nicht so sehr ins Detail, aber es war ein super spannendes Erlebnis, da wirklich bei so einem Erstliga-Verein zu sitzen und mit denen halt wirklich über ihre E-Sports-Mannschaft zu reden. Also die haben aktuell 4 Leute, die FIFA zocken. Die nehmen aktuell nur FIFA, weil es natürlich zum Fußballverein passt. Aber ich will jetzt auch nicht so viel erzählen, sonst plaudere ich ja noch Geheimnisse vom Borussia Mönchengladbach aus. Nee, das will ich nicht. Aber es wurde halt viel über E-Sports diskutiert und ich war halt so ein bisschen so, ich sag mal, das Verbindungsstück, weil auf der einen Seite, sag ich mal, saßen die Gladbacher E-Sportler, auf der anderen Seite saßen so die Leute aus meiner Firma und die Leute aus meiner Firma haben jetzt natürlich nicht so viel mit Gaming zu tun, die sind natürlich alle deutlich älter als ich und ja, wenn man 10, 15, 20 Jahre älter ist, dann hat man einfach nicht mehr so viel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas mit Gaming am Hut hat, sehr gering. Ich glaube, so kann man das sagen. Es gibt natürlich Gamer in jedem Alter, es gibt auch Gamer im Rentenalter, aber ich sag mal, je jünger die Leute sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie etwas mit Gaming am Hut haben. Ja, und es war echt sehr, sehr spannend. Also ich konnte da meine YouTube, Social Media, E-Sports, Expertise, wie auch immer man das nennen möchte, gut an den Tag bringen. Und ich werde das vermutlich auch zukünftig wahrscheinlich ein bisschen weiter betreuen, mal sehen. Also ich sag mal, ich war da auch mit einigen hohen Tieren, sag ich mal, meiner Firma unterwegs. Und ich sag mal, die wissen jetzt, was ich tue, die haben mich jetzt auf dem Schirm und da natürlich so Themen wie Social Media und E-Sports auch, ist ja unglaublich am Wachsen und all das. Online-Präsenz ist, denke ich, da so der Überbegriff, immer wichtiger wird. Ja, mal gucken, was da zukünftig noch auf mich zukommt. Es gibt auf jeden Fall viele Baustellen. Ich denke mir, es wird mir auf jeden Fall nicht langweilig. So viel aber auf jeden Fall dazu. Also bin ich Donnerstagmorgen hingefahren, kam dann Freitagnacht nach Hause, hab dann noch meine Jungs besucht. Wir hatten noch ein entspanntes Lagerfeuer am Freitagabend, war richtig cool. Der Samstag war dann übelst vollgepackt, nachdem ich natürlich dann Donnerstag und Freitag auch unterwegs war und am Freitag dann auch kein Video kam. Ich wollte übrigens Freitag ein Video bringen. Ich hatte meine Kamera mit ins Hotel genommen. Ich wollte eigentlich ein 10 Fakten über mich Video machen. Ich habe auch die Fakten in mein Handy getippt, das liegt hier neben mir, es kommt halt irgendwann anders. Und ich wollte eigentlich dann im Hotel schönen Donnerstagabend das aufnehmen, SD-Karte vergessen. Ja, ne, machst du nix. Und dann, aber ich hatte dann auch gar nicht lange überlegt. Ich hatte kurz im Kopf, soll ich das irgendwie mit dem Handy aufnehmen? Dachte mir, ach, scheiß drauf. Kommt halt Freitag kein Video, ist ja auch nicht so schlimm. Also deswegen kam Freitag kein Video. Ich wollte, aber die SD-Karte war nicht dabei. Aber nachdem dann schon Freitag kein Video kam, war ich dann natürlich sehr gewillt, am Samstag und Sonntag abzuliefern. Und das, denke ich, habe ich auch gut geschafft. Wir hatten 4 Videos. Samstag Mario Maker, also Samstagvormittag Mario Maker, Samstagabend das Sportstudio wieder zurückgekommen. Oh, ich bin so zufrieden. Ich frage mich, warum ich das so lange vor mir herschiebe. Aber ich denke, das Sportstudio... Kommen wir gleich dazu. Sonntag habe ich dann noch mittags Kaizo Mario Galaxy gebracht mit einer der epischsten Szenen aller Zeiten. Also falls ihr die Kaizo Mario Galaxy Folge 10 noch nicht gesehen habt, die gestern am Sonntag rauskam, dann schaut sie euch an und skippt so zur 13. Minute. Da habe ich einfach die Musik und das Gameplay so geil miteinander verbunden. Ich hatte sogar meine Instagram-Story. Ich liebe diese. Das ist so aktuell mein persönliches Highlight. Es ist nichts Besonderes, aber die Musik und das Gameplay und meine Emotionen in dieser Szene passen so gut zusammen. Muss man gesehen haben, meiner Meinung nach. Dann habe ich endlich wieder Phantom Hourglass gebracht. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Und dann abends haben wir noch Banjo-Kazooie gestreamt, noch geraided. Alles cool. Richtig gutes Wochenende. Samstagabend waren auch meine Jungs bei mir. Ich habe erst noch Sport gemacht, also ich habe am Samstag 10 Stunden Videos gemacht, dann habe ich noch Sport gemacht und dann kamen noch meine Jungs zu mir, wir haben entspannt eine Pfeife geraucht und dann sind wir noch ein bisschen durch die Nacht gecruised, das musste doch jemand aus unserem bekannten Freundeskreis abgeholt werden, dem es im Club nicht so gut ging, dann haben wir den zu dritt abgeholt, im Auto übelst Party gemacht, eigentlich alle nüchtern, aber wir waren im Endeffekt viel truffer als die wir aus dem Club abgeholt haben, richtig witzig. Also ein richtig cooles Wochenende. Und wie gesagt, jetzt versuche ich diese Woche auch durchzustarten. Donnerstag ist ja sogar Feiertag, also nur Montag bis Mittwoch Arbeit und dann am Freitag nochmal. Also denke ich, eine sehr, sehr schöne Woche. Ich wollte nur gerade über
überlegen, worüber ich noch reden wollte. Phantom Hourglass, genau. Und das Sportstudio. Kommen wir erst zum Sportstudio, das ist schneller abgehakt. Es hat ja sehr, 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 sehr lange gedauert, bis diese neue Folge des Sportstudios kam. Aber ich glaube, der Weg zur nächsten Folge wird gar nicht so lang sein, weil ja jetzt die meisten Videos von mir mit sehr viel Editing-Aufwand verbunden sind. Und früher war es so, da hatte ich halt meine Let's Play 2.0 Videos. Ja, da war auch ein bisschen Aufwand drin, aber es war immer noch sehr, sehr überschaubar. Aber nachdem ich es jetzt gewohnt bin, in jedes einzelne Video so richtig viel Arbeit reinzustecken, sticht halt so ein Sportstudio nicht mehr raus. Da ist jetzt halt einfach genauso viel Aufwand drin wie in allen anderen. Also glaube ich, ist meine mentale Hürde, ein Sportstudio-Video aufzunehmen, nicht mehr so hoch, weil es sich vom Aufwand nicht unterscheidet. Also mein Kopf kann nicht sagen, auch nimm lieber das Video auf, da hast du weniger Arbeit, sondern es ist jetzt genau gleich viel Arbeit. Deswegen denke ich, dass die nächste Sportstudio-Folge nicht lange auf sich warten lässt. Und es kam ja auch übelst gut bei euch an. Also das Few-Like-Verhältnis ist echt richtig krass. Freut mich total. Ja, ist eine motivierende Sache. Aber über Views und Likes und Abos und so weiter will ich gar nicht reden. Das spricht in den letzten Tagen, / Wochen für sich. Phantom Hourglass noch. Ja, kleines Sorgenkind-Projekt. Fällt natürlich jetzt dem aktuell vorherrschenden Hype auf dem Kanal zum Opfer, dass ich aktuell einfach total umswitche oder, ja, nein, nicht umswitche, ist falsch, es sind ja im Endeffekt immer noch LPs, aber ja, den Aufwand pro Video deutlich erhöhe, die Videos dann natürlich auch beliebter sind, ich dann auch noch unterwegs war, viel Arbeit hatte und dann dachte, wenn ich sowieso nicht viele Videos bringen kann, dann bringe ich halt lieber Videos, von denen ich weiß, dass sie die Masse ansprechen, weil Zelda spricht halt nicht die Masse an. Und ja, also Zelda ist so ein bisschen meinem am Anfang beschriebenen Arbeitswirrwarr-Chaos zum Opfer gefallen. Ich konnte nicht viele Videos bringen und deswegen dachte ich mir, wenn ich nur wenig bringen kann, dann bringe ich immerhin die, bei denen ich weiß, dass sie gut ankommen. So, das war der Grund. Aber nachdem ich da jetzt mehr Struktur reinbringen will, ist auch deutlich mehr Platz für Phantom Hourglass. Und ich kann an der Stelle sagen, an alle Phantom Hourglass-Fans, diese Woche wird, glaube ich, gut für euch. Ich habe tatsächlich vor Dienstag bis Freitag jeden Tag eine Folge zu bringen. Weil ich glaube, es ist ein ganz guter Ausgleich, so früh nachmittags immer so eine bearbeitete Folge, egal ob Kaiser Mario Galaxy oder Mario Maker aktuell, und abends dann ein entspannteres Video wie Phantom Hourglass. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Und deswegen wird Phantom Hourglass, denke ich, jeden Tag so 17.30 Uhr, 17.00 Uhr, 18 Uhr, irgendwie so um den Dreh kommen. Und ich versuche es wirklich auch täglich zu machen. Also die große Pause, die jetzt letzte Woche vorherrscht, soll nicht Normalzustand werden. Es war nur dieser Mix aus Kanal-Content ändert sich, viel Arbeit daheim, viel Chaos. Und dann ist einfach Phantom Hourglass denen zum Opfer gefallen. So, das waren, glaube ich, alle News. Ja, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Kommen wir zum Paket. Ne? Es ist ein kleines Paket, es ist ein kleines überschaubares Paket, so sieht's aus. Und das hat mir der liebe Aiden geschickt. Oder Aiden, A-I-D-E-N. Ich glaube eher Aiden. Aiden, ich weiß es nicht. I'm sorry, ich hoffe, es war eine richtige Aussprache dabei. Ein kleiner Brief ist dabei. Lieber Hübi, ich mag deinen Kanal sehr. Du machst super tolle Videos, mach weiter so. Du siehst im Paket bestimmt schon einen Yoshi. Wäre schön, wenn du das in Yoshi's Crafted World bei den letzten Parts einblenden könntest. Die stehen auch noch aus. Bevor ich es aber vergesse, werde ich es tatsächlich jetzt einblenden. Er hat nämlich das hier gebastelt. Ich bin in der Hübi Family, steht hier, und so ein Yoshi aus Filz ist das, glaube ich. Ich glaube, das ist Filz. Und hinten hat er noch draufgeschrieben, oh, Alter, da sieht man einfach mal die sexy Kameraqualität, die ich mittlerweile habe. Hier Made by Aiden und da Yoshi's Crafted World. Super, super sweet. Echt schön geworden, hat auch alles so ausgeschnitten und aufeinander geklebt. Echt wow. Und ich glaube, der Junge ist 8 oder 9 Jahre alt. Also er ist relativ jung. Seine Mom hat mich per Mail kontaktiert, dass sie mir quasi das Paket zuschicken können. Und ja, von denen habe ich schon öfter was gehört. Freut mich sehr und gibt mir auch immer wieder einen Anschub, irgendwie so gut wie möglich zu versuchen, meine Verantwortung, die ich habe, als Person in der Öffentlichkeit irgendwie so möglichst gut zu erfüllen, weil ich einfach weiß, es sind einfach auch wirklich junge Leute, die auch wirklich gerne meine Videos gucken, und das ist so, oh, es macht einfach Glück. Ich kann nicht, dieses YouTube-Ding erfüllt mich einfach zu 100%. So, aber lesen wir weiter. Ich schaue dich seit August 2018 mit deinem Mario Double Dash LP und seit deinem Galaxy LP bist du mein Lieblings-YouTuber. 2020 will ich dich auf der Gamescom sehen. Oh, schade, dass du dieses Jahr nicht da bist, aber ich werde vermutlich auch 2020 wieder da sein. So, jetzt gibt es aber in diesem Paket mehrere Dinge. Es gibt einmal, jetzt wieder sexy Kameraqualität,
Jogurette Typ Mango Lassi. Ich habe keinen Plan, was Lassi ist. Aber es ist eine Mango-Jogurette und ihr seht auch schon, dass die auf ist. Ich habe einen Riegel schon gegessen, sonst ist es noch voll. Ich wollte jetzt nicht alles aufessen, bevor ich das Paket öffne. Mega cool, habe ich noch nie was von mitbekommen. Schöne Nervennahrung, wenn ich mir wieder Nervenzusammenbrüche bei den Aufnahmen habe. Dann haben wir hier noch drin, eigentlich waren es zwei Dosen, eine habe ich aber schon getrunken. Es waren insgesamt zwei Dosen Paulaner Spezi. Ey, ich komme nicht, diese Kameraqualität, Leute, dieser Autofokus. Er ist so sexy. Oh mein Gott. Also es waren zwei Dosen drin. Ne, richtig cool. Die ist auch kalt. Ich hatte die schon im Kühlschrank. Wie gesagt, eine habe ich schon getrunken. Das war, habe ich tatsächlich in der Sportstudioaufnahme am Samstag, habe ich eine Dose von Aiden getrunken. Sieht man auch im Video. So, dann war natürlich das gebastelte Yoshi, Filz, wie nennt man das? Kunstwerk drin. So, und jetzt ist hier noch ein Mario Party DS drin. Ja, in optimaler Qualität. Also, Das Spiel ist drin, es sind sogar noch alle Booklets drin, ne? Also noch alles vorhanden, in einer echt schönen Qualität. Also ich sehe keine Gebrauchsspuren, nur ganz leicht vielleicht hier hinten, aber wirklich in optimalem Zustand. Und das möchte er an euch verlosen. Und dazu hat er hier in seinem Brief geschrieben, wer Mario Party DS haben will, schreibt, und er hat jetzt geschrieben in die Kommentare, aber ich möchte, dass sie mir das bitte auf Instagram als Direktnachricht schreibt. Ich komme gleich dazu, warum. Und zwar möchte er wissen, wo Lamir liegt. Und jetzt die Sache, warum auf Instagram? Weil ich möchte nicht, dass ihr das hier in die Kommentare schreibt, weil wenn das jemand in die Kommentare schreibt, dann können es alle einfach kopieren. Es ist natürlich keine schwere Aufgabe, aber ich möchte quasi nicht, dass alle die Antworten von allen sehen. Ne? Und unter allen, die dann das Ganze, die mir da quasi auf Instagram schreiben, werde ich einen aussuchen, das Gewinnspiel, sagen wir mal, machen wir bis Mittwochabend. Mittwochabend werde ich dann denjenigen auf Instagram in den Privatnachrichten antworten, so nach dem Motto, hey, du hast mal ein Party DS gewonnen, gib doch mal deine Adresse, dann kann ich es dir schicken. Und derjenige kann dann auch gern sagen, ob ich die Hülle vielleicht, keine Ahnung, unterschreiben soll oder nicht. Ich weiß immer nicht, ob Unterschriften von mir gewollt sind oder nicht, ich kann das nicht einschätzen. Aber das können wir einfach per Instagram. Also, wo liegt Lamir? Ne? Lamir. Ne? Auf Instagram als Privatnachricht. Wo liegt das? Und Mittwochabend werde ich dann jemanden kontaktieren, der das vom lieben Aiden gesponserte Mario Party DS bekommt. Wahlweise mit Unterschrift oder ich lege auch eine Spezidose dazu. Keine Ahnung. Überlege ich mir dann. So, lieber Aiden, vielen Dank für das Paket. Hat mich ultra gefreut. Ich hoffe, du siehst das Video hier. Ist jetzt leider nicht Yoshi's Crafted World geworden, aber ich hoffe, du siehst es trotzdem. Und an euch vielen Dank fürs Zuschauen. Das war eine schöne Folge der Channel News, fand ich. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein oder abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Hier kommt in Zukunft noch richtig geiler Scheiß. Freut euch drauf. Bis dahin, euer Hübi.